Ja, guten Abend. Dann möchte ich euch alle begrüßen zu der zweiten Abendveranstaltung der 10-tägigen Reihe Die widerspenstige Internationale. Die Veranstaltung heute heißt Was tun gegen das Sterben im Mittelmeer? Ich bin Stefanie Krohn, Referentin für internationale Politik der Rosa-Luxemburg-Stiftung und mache die Moderation. Ja, die Idee für diese Veranstaltung ist daraus entstanden, dass neben der Tatsache, dass sozusagen dieses Jahr schon mehrere tausend Flüchtlinge und Migrantinnen im Mittelmeer ertrunken sind oder verschwunden sind, es in den vergangenen Jahren auch in der europäischen Grenz- und Asylpolitik einen deutlich antidemokratischen Rechtsruck zu beobachten ist. Und hierzu gehören die zunehmende Kriminalisierung der Migration und ihrer Netzwerke, die Abschottung und Militarisierung der Grenzen sowie rechtspopulistische und antimigrantische Diskurse, auch offizielle Diskurse in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Vor allem Transiträume wie das Mittelmeer sind dabei sozusagen zu rechtsfreien Räumen geworden, in denen inzwischen die militärische Intervention gegen Flüchtlinge und ihre sie unterstützende Netzwerke gegenüber menschenrechtlichen Grundsätzen dominieren. Das aktuellste Beispiel ist, nachdem eben über 1000 Geflüchtete ertrunken sind im April im Mittelmeer, dass die EU darauf reagiert hat mit einer militärischen Operation gegen das sogenannte Schleusertum im Mittelmeer. So, was macht die Linke, was macht die linksliberale Akteure, migrantische und promigrantische Akteure und Organisationen? Da ist die Beobachtung, dass wir sozusagen in eine Situation gedrängt werden, Positionen einzunehmen, die von den Regierenden die Einhaltung demokratischer, menschenrechtlicher und ethischer Basisgrundlagen des gesellschaftlichen Miteinanders einfordern. Dazu gehört zum Beispiel das Recht auf eine würdige Bestattung der Mittelmeerertrunkenen oder das Recht auf die Klärung der Identität von Vermissten. Es gibt ja auch viele tausend vermisste Migranten und Migrantinnen, deren Angehörigen seit Jahren teils verzweifelt die Regierenden auffordern, Verbleib und Identität zu klären. Und linke aktivistische Netzwerke und Einzelpersonen übernehmen de facto Funktionen von Seenotrettung und humanitärer Hilfe für Flüchtlinge im Mittelmeer und auf ihren Wegen in Europa, machen also sozusagen die Arbeit in gewisser Weise der EU. Wir möchten deswegen heute auf dem Podium diskutieren, ob und wie angesichts des aktuellen politischen Klimas, was ich jetzt versucht habe, so ein bisschen zu umreißen, diese menschenrechtlichen und humanitären Forderungen und Aktivitäten in Perspektiven einer linken und demokratischeren europäischen Migrations-, Grenz- und Asylpolitik verwandelt werden können, die eben nicht nur das Sterben im Mittelmeer, sondern auch die Kriminalisierung und Entrechtung von Migrierenden beendet und sich für eine inklusivere Politik stark macht. Zunächst möchte ich aber die drei Teilnehmer, beiden Teilnehmer und die Teilnehmerin des heutigen Podiums begrüßen und kurz vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid. Tresor in der Mitte hat 10 Jahre von 2004 bis 2014 auf den Routen der Migration Richtung Europa verbracht. Die Erfahrungen der Gewalt und Traumatisierung, die er dabei gemacht hat, haben ihn, wie er selbst sagt, in einen Aktivisten für die Rechte von Geflüchteten verwandelt. Tresor ist Mitbegründer der Initiative Voix des Migrants, Stimme der Migranten und Migrantinnen, und er ist außerdem im Netzwerk für die internationale Koalition der Sans-Papiers, Migranten und Flüchtlinge aktiv und auch bei Watch the Mat. Da haben wir eine weitere Vertreterin, Laura Majkowski, möchte ich begrüßen. Sie ist Gründerin der Watch the Mat-Plattform. Das bedeutet etwa Augen aufs Mittelmeer. Ich denke, die meisten von euch haben in den letzten Monaten mehr oder weniger eher mehr von Watch the Mat gehört. Watch the Mat ist ein Monitoring-Projekt für die Rechte von Migranten und Migrantinnen auf See. Laura ist außerdem bei der Initiative Watch the Mat Alarmphone aktiv. Das Alarmphone für Migranten und Migrantinnen in Seenot ist rund um die Uhr besetzt und wird seit Oktober 2014 von etwa 100 Freiwilligen aus verschiedenen europäischen und nordafrikanischen Ländern betrieben. Und last not least möchte ich begrüßen Philipp Bruch.
Er ist Theatermacher, politischer Philosoph und Chefunterhändler des Zentrums für politische Schönheit. Auch vom Zentrum für politische Schönheit dürften die meisten von euch in der letzten Zeit gehört haben. Zuletzt hat, im Juni war das, das Zentrum für politische Schönheit mit der Kunst-Polit-Aktion Die Toten kommen für höchst kontroverse öffentliche Debatten auch gesorgt. Die Idee von Die Toten kommen war, die tausenden namenlosen Migranten und Migrantinnen, ich habe es vorhin schon angesprochen, die auf ihrem Weg nach Europa gestorben oder verschwunden sind, zum öffentlichen Thema zu machen. Im Herbst erscheint auch ein Buch von dir, das heißt, wenn nicht wir, wer dann? Gut. Meine erste Frage, also es wird sozusagen jetzt keine trockene Podiumsdiskussion mit Inputs geben, sondern wir haben uns gedacht, wir versuchen eher ein Gespräch in Gang zu bringen entlang von verschiedenen Fragen an die Podiumsteilnehmerin. Meine erste Frage geht an Laura. Und zwar, Watch the Mad ist ja als grenzüberschreitendes Netzwerk von linken Aktivisten und Aktivistinnen, Flüchtlings- und Angehörigengruppen eben im Oktober, also vor eineinhalb Jahren, mit dem Ziel initiiert worden, ja vor allem politischen Druck auch auf die EU für ein Umdenken in der Grenz- und Flüchtlingspolitik auszuüben, beziehungsweise den politischen Druck zu erhöhen. Seit einiger Zeit, spätestens seit April dieses Jahres, als eben binnen einer Woche mehr als 1000 Menschen ertranken im Mittelmeer, besteht die zentrale Arbeit, so wie ich das mitbekommen habe, auch in Gesprächen von Watch the Mad, jedoch de facto in einer de facto Seenotrettung oder Aktion der Seenotrettung, auch in humanitärer Hilfe. Wie versucht ihr dennoch, eure eigentlichen politischen Ziele und Anliegen öffentlich zu machen und zu verwirklichen? Also nochmal zur Klarstellung, wir machen keine Seenotrettung. Wir haben keine Boote, wir haben keine Hubschrauber. Wir haben eine Telefonhotline, die das Ziel hat, sozusagen Alarm zu schlagen, also quasi das SOS von Leuten, die die Überfahrt übers Mittelmeer machen, zu verstärken und überhaupt wahrnehmbar zu machen und darüber Druck auszuüben. Wir kooperieren natürlich mit verschiedenen Akteuren, die selber retten, wie den MRCCs oder jetzt auch der Sea-Watch oder MSF-Schiffen, die inzwischen im Mittelmeer unterwegs sind. Das hat sich ja auch verändert in der letzten Zeit, also seit wir angefangen haben damit. Und wir können eigentlich beobachten, dass seit dem 19. April erstmal relativ viel passiert ist. Also zum Beispiel sind ja auch zwei Bundeswehrschiffe ins Mittelmeer beordert worden, die auch zwischenzeitlich gerettet haben, aber dann wiederum ist der Druck der Öffentlichkeit oder der Fokus wieder abgerutscht und seitdem passiert nicht mehr so viel. Und unser Ziel ist eigentlich zu versuchen, diesen Druck konstant aufrechtzuerhalten. Vielleicht noch mal kurz zur Entstehung vom Alarmphone. Also es ist jetzt kein Projekt, was sozusagen im luftleeren Raum am Reißbrett entstanden ist, sondern eigentlich durch langjährige soziale und politische Interaktionen zwischen Einzelpersonen und Organisationen wie Voix des Migrants, Welcome to Europe, Afri-Europe Interact, Borderline und No Border Marokko entstanden. Und wir hatten halt seit 2012 diese Plattform Watch the Mad als Monitoring-Projekt, um unterlassene Hilfeleistungen überhaupt erstmal anzuprangern und zu dokumentieren und die Angehörigen darin zu unterstützen, das vor Gericht zu bringen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, dass uns die Dokumentation nicht mehr reicht, sondern wir eine Interventionsmöglichkeit schaffen wollen. Ausgelöst war das durch ein Ereignis am 11.10.2013, wo es Streitigkeiten zwischen Malta und Italien um eine Seenotrettung gab und deswegen wurde die Rettung verzögert und da sind über 260 Leute gestorben. Und dann haben wir uns gefragt, was wäre, wenn es so eine Hotline gäbe und sozusagen die Öffentlichkeit da drauf guckt. Wir haben auch Leute, mit denen wir in Kontakt sind, seit Jahren in der Transitmigration befragt und gesagt, hey, was denkt ihr denn, was wäre denn für euch sinnvoll oder was bräuchtet ihr? Und da gab es halt sozusagen einen Wunsch, nicht allein zu sein in dieser Situation. Das Mittelmeer ist ja erstmal ein Raum, wo
man ziemlich ausgeliefert ist, den Frontex-Schiffen oder wem auch immer. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Leute wie Tresor oder andere das seit Jahren eh schon machen. Also als ich Tresor hier in Berlin getroffen habe, hat dauernd sein Telefon geklingelt, weil immer Leute anrufen und wir haben gesagt, wir wollen das gerne verkollektivieren sozusagen, diese wahnsinnig auslaugende Arbeit und versuchen dafür eine Struktur zu schaffen. Oder auch Father Serai, ein eritreischer Priester, der das auch schon seit Jahren macht und seine Telefonnummer steht an Gefängniswänden in Libyen und mit dem arbeiten wir halt auch viel zusammen. Und natürlich versuchen wir, also ich würde nicht sagen, dass wir die Arbeit der EU machen, weil wir haben eine ganz andere Haltung. Das Problem ist ja die EU-Politik. Ich glaube, so ein bisschen ist es ja, dass Europa auch durch eine bestimmte Diskursverschiebung seit Lampedusa unter Druck geraten ist und der öffentliche Diskurs sich ein Stück weit verschoben hat und es so ein bisschen eine Zwickmühle zwischen Retten und Abschotten gibt, was einfach nicht zusammengeht. Und wir versuchen eigentlich durch konkrete Aktionen so eine Art utopischen Überschuss entstehen zu lassen, zu sagen, es geht auch anders. Die Gesellschaft kann sich anders verhalten. Wir können alle aktiv darin werden und wir können auch was ändern. Wir wollen aber nicht staatliche Maßnahmen ersetzen, sondern halt Transparenz und Kontrolle darüber schaffen und sagen, es ist kein Raum, der nicht gesehen wird. Ich finde immer diese Begriffe Hilfe und Rettung auch so ein bisschen schwierig in diesem Diskurs, weil irgendwie wird ja durch die EU-Politik überhaupt, werden die Leute erst in die Lage gebracht, gerettet werden zu müssen. Ja, so. Ja, danke, Effi. Ja, Philipp, die nächste Frage geht an dich. Das Zentrum für politische Schönheit macht seit einigen Jahren ja mit spektakulären und teils auch irritierenden, verstörenden Aktionen im öffentlichen Raum auf sich aufmerksam. Auf eurer Homepage heißt es, das Zentrum für politische Schönheit betreibt eine parallele, schönere deutsche Außenpolitik, die auf Menschlichkeit als Waffe setzt. Der Begriff Menschlichkeit, den höre ich auch immer wieder im Zusammenhang mit euch. Und ihr macht euch auch für einen aggressiven Humanismus stark. Du hast vor 2 Jahren dazu ein Manifest mit dem Untertitel über die Unfähigkeit der Demokratie, große Menschenrechtler hervorzubringen, verfasst. Was ist denn mit aggressivem Humanismus gemeint? Was ist denn an diesem aggressiven Humanismus progressiv oder sogar links? Und wie lässt er sich mit einer linken Kritik auch am europäischen Grenzregime verbinden? Hui, wie ich mir all die Fragen merken kann, muss kontrollieren, ob ich darauf wirklich auf alle eine Antwort gegeben habe. Ich würde sagen, dass es nicht wirklich ein Manifest war, sondern, wenn man so will, einige Beobachtungen, die ich zusammengefasst habe, in einer Art Essay. Und die Geburt dieses Essays spricht eigentlich schon Bände für das, was er eigentlich beobachten wollte und zum Bewusstsein bringen wollte. Da geht es eigentlich nur um bestimmte, wenn man so will, Fluchthelfer und Aktivisten während des Zweiten Weltkrieges, ja, die beispielsweise gegen Hitler gekämpft haben und ähnliche auch herausragende Figuren mehr, die ich seit Jahren beobachte. Und das war 2011, da wurde ich gebeten von der Bundeszentrale für politische Bildung ein Essay zu schreiben, das war dann eben dieser aggressive Humanismus. Und danach erhielt ich einen Anruf, der da lautete, ob ich denn eigentlich nicht wüsste, dass die Bundeszentrale für politische Bildung vom Bundesinnenministerium finanziert wird und ein solcher Essay unter gar keinen Umständen bei Ihnen im Haus erscheinen könne. Weil natürlich ich mich unter anderem auch damit auseinandergesetzt habe, mit dem Phänomen von Passfälschung. Also wer sich mit beispielsweise Rettungsbewegungen während des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, in Yad Vashem, wo die Gerechten der Völker geehrt werden, also Menschen, die Juden gerettet haben, aus Lebensgefahr, sind gefühlte 80% Menschen, die Pässe gefälscht haben, Pässe beschafft haben oder irgendwelche Menschen gezwungen haben, Pässe zu beschaffen. Also das heißt, das ist Maßnahme Nummer 1,
wenn man was tun will. Und das war eigentlich noch nicht mal eine Beobachtung, die man groß in die Gegenwart tragen musste. Aber schon dafür fehlte offenbar der publizistische Mut, das im Rahmen einer Schriftreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, die also vom BMI finanziert wird, zu veröffentlichen. In einem Land, in dem wir Forschungsfreiheit, Publikationsfreiheit haben. Und das meint eigentlich dieser Begriff des aggressiven Humanismus. Doch etwas mehr zu tun als die üblichen Dinge. Ja? Also beispielsweise, wie Laura das gerade sehr schön festgestellt hat, dass also die Menschen durch Politik erst in die unangenehme Lage gebracht werden, gerettet werden zu müssen, ist eigentlich keinem Normalsterblichen zu vermitteln, warum ein so unfassbar reicher Staatenbund wie wir sich abschottet und die Landgrenzen dicht macht. Und zwar in einer Weise, also ich stehe selber schon mit Frontex-Genehmigungen an unseren EU-Außengrenzen und habe da auch einige Fotos gemacht. Das ist sehr schwierig, da überhaupt hinzukommen. Also es wird uns sogar die Sichtbarkeit dieser eigenen Grenzen verwehrt. Also wir sind nicht in der Lage, die, wenn ich und Tresor heute beschließen, wir gucken uns das jetzt mal an, kommen wir da garantiert gar nicht erst hin. Also sie lassen uns gar nicht hin. Und für mich ist das ein Punkt, der sofort behoben gehört. Ja? Und deswegen haben wir letztes Jahr, wir haben gesagt, sozusagen der Tag des Mauerfalls, der 9. November, muss eigentlich der 1. Mai der EU-Außengrenzen werden. Ja? Also der Druck auf die EU-Außengrenzen muss stetig wachsen. Und ich würde sagen, letztes Jahr sind wir mit 100 Aktivisten und kunstaffinen Menschen an die EU-Außengrenze gereist und haben gesagt, wir bauen das Ding jetzt ab zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Ein kleines Geschenk an die deutsche Geschichte. Dieses Jahr werden es vielleicht 1000 sein. Nächstes Jahr 10.000, also so wie Woodstock. Ja? Und irgendwann sind es Millionen und sie können das Ding nicht halten, ist einfach zu teuer, dauernd diese Grenzabschottung zu finanzieren. Und das sind solche Dinge, die wir uns unter aggressivem Humanismus vorstellen. Also Menschen, die sich jetzt aufmachen und eben diese Landgrenzen, die wirklich einen unhaltbaren Zustand darstellen für uns alle. Ich glaube auch, dass es auch hier im Saal niemanden gibt, der sich der hinter diesen Grenzen steht und sagt, die muss es geben. Und von daher, das wäre damit gemeint. Ein etwas mutigerer Umgangston und nicht einfach nur Online-Petitionen, Mahnwachen, Lichterketten und dergleichen mehr. Ja, danke schön. Also wir haben jetzt quasi zwei. Wir haben jetzt zwei Perspektiven gehört, die sich mit verschiedenen Mitteln und in verschiedenen Bereichen sozusagen für die Rechte von Geflüchteten und gegen das aktuelle europäische Grenzregime stark machen. Tresor, du hast mit Voix des Migrants eine Netzwerkinitiative von und für Migranten und Migrantinnen selbst, und zwar an verschiedenen Stationen ihres Migrationsweges und auch in verschiedenen juristischen und sozioökonomischen Situationen gegründet. Außerdem soll Voix des Migrants EU-Bürgerinnen und Bürger über die Motive und Konsequenzen der europäischen Migrationspolitik aufklären. Was wäre deiner bzw. eurer Meinung nach denn für ein Ende der Kriminalisierung und Entrechtung von Geflüchteten und für eine rechtebasierte, also eine Migrationspolitik, die auf Rechten basiert, der Migrierenden nötig? Und welche zivilgesellschaftlichen Akteure und Netzwerke sollten in diesem Rahmen gestärkt werden, außer denen, die es sowieso schon gibt, um den Druck auf die EU für einen Wandel des Grenz- und Migrationsregimes zu erhöhen? Déjà, je vais plus me représenter parce que j'ai été présenté. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin Tresor. Also ich bin ein Weltbürger. Als ich mein eigentliches Land verlassen habe, Kamerun in 2004, und ich bin 2013, 2014 in Deutschland angekommen, also
Also fast 10 Jahre war ich auf dem Weg nach Europa. Ich habe ganz schlimme Sachen erlebt. Ich habe wirklich schreckliche Sachen gesehen und erlebt. Ich habe das Schlimmste gesehen, was man sehen kann. Und ich habe mir dabei ganz, ganz viele Fragen gestellt. Also warum ich als Tresor muss diese ganzen Dinge erleben? Ich habe keine Antworten gefunden und dann 2010, also ich war in Algerien im Gefängnis 2010, es gab da ganz viel politischen Druck und ganz viele Rechtlosigkeit, also alle Leute, die südlich der Sahara, also aus Gebieten südlich der Sahara kommen, haben in Algerien keinerlei Rechte. Wir waren 2 Jahre im Gefängnis und als ich dann da rausgekommen bin, war ich dann in Mali. Da habe ich europäische Aktivistinnen getroffen. Die sind in Mali gewesen und haben sozusagen für die Grenzöffnung in Afrika gekämpft und auch für die Öffnung der Grenzen in Europa. Und ich habe mich da auf einmal sozusagen gut gefühlt, als ich diese Menschen getroffen habe, weil die sich sozusagen für uns eingesetzt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich vielleicht mich auch einsetzen und sozusagen das Schlimmes, was ich erlebt habe, sozusagen in was Positives umwandeln. Und nach Mali war ich dann in Marokko, da war es auch ganz, ganz schlimm. Da sind ganz viele Menschen gestorben, mit denen ich zusammen gelebt habe. Und als ich dann 2014 in Deutschland und Europa angekommen bin, hatte ich gedacht, naja, jetzt bin ich sozusagen wahrscheinlich, also ich habe gehofft, dass ich dann sozusagen in einem sicheren Hafen bin, dass alles gut ist, dass ich nicht mehr leiden muss. Und ich habe dann gemerkt, dass es eigentlich genau das Gleiche ist. Also wir kommen ins Gefängnis, wir sind isoliert, es ist totales Chaos. Und ich habe mich dann sozusagen sofort dagegen rebelliert. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass ich irgendwas machen muss. Ich hatte ganz viele Freunde, die mich angerufen haben aus Algerien, aus Marokko, überall her. Und ich habe überlegt, ich muss irgendwas machen, ich muss eine Plattform, Netzwerk schaffen. Das ist Voix des Migrants, die Stimme der Migrantinnen. Und wir müssen sozusagen überall da aktiv werden, wo es Migrantinnen, Flüchtlinge gibt. Und sozusagen zeigen oder der Öffentlichkeit zeigen, wie die Situation vor Ort an den verschiedenen Stationen ist. Und ich war dann in Brüssel und habe bei so einem Marsch mitgemacht. Und wir machen ganz viele Aktionen. Wir arbeiten mit ganz vielen anderen Leuten zusammen, mit ganz vielen Netzwerken. Und um jetzt auf die Frage von Stefanie zu antworten, das Problem der Migration ist nicht unbedingt ist nicht sozusagen das Problem an den Grenzen oder das Problem sind nicht unbedingt die Schlepper, sondern das Problem der Migration kommt eigentlich ist wegen den Problemen, die in unseren Ländern sozusagen passiert. Also weil da so eine schlimme Situation ist, gehen wir eigentlich sozusagen. Und zum Beispiel in Mali ist eine ganz schlimme Situation und wenn man da überleben will, muss man eigentlich sozusagen migrieren und muss man irgendwie weggehen. Und Europa hat sozusagen in Afrika gezeigt, wie schön eigentlich Europa und so ist und wie und was man eigentlich hier alles machen kann. Man zeigt aber hier in Europa auch nicht die Situation, wie sie in Afrika ist. Und wir können eigentlich gar nicht anders als irgendwie weggehen, wenn wir überleben wollen. Und zum Beispiel in Libyen ist es auch ganz schlecht. Da gab es den Krieg der NATO. Und sozusagen die ganzen Flüchtlinge, die sozusagen vor dem Krieg geflüchtet sind wollten nach Lampedusa gehen und sind übers Mittelmeer gekommen und sind dann da eben gestorben. Und das ist sozusagen eine direkte Konsequenz der europäischen Politik. Und wenn wir jetzt von Migrantinnen zum Beispiel sprechen, also es gibt ja auch sozusagen Migranten, also es gibt ganz, ganz viele
Migranten, die sozusagen zum Beispiel aus Frankreich gekommen sind, aus Lateinamerika oder so. Und wenn sozusagen die Öffentlichkeit sich die, wenn sich die Öffentlichkeit sozusagen für afrikanischen Migranten interessiert, dann sieht man vor allen Dingen Armut. Und zum Beispiel ein europäischer Journalist kann ganz einfach nach Afrika gehen, um sozusagen was zu filmen. Aber wenn ein Afrikaner zum Beispiel nach Europa kommen will, dann ist es total kompliziert, dann geht es nicht. Und dann, also es ist eine ganz komplizierte Situation. Und als wir sind auch, es gibt auch diese Aktion Numa Nostrum und wir haben da sozusagen mitgemacht und haben gekämpft für unsere Rechte und wurden zum Beispiel von der EU-Kommission empfangen und sie hat uns gesagt, dass Mare Nostrum 9 Millionen irgendwie pro Tag oder pro Monat kostet und dass Italien das nicht mehr machen kann und wir wollten dann wissen, was sozusagen stattdessen gemacht werden sollte. Und sie hat uns nicht geantwortet. Und als wir bei dem Marsch von Brüssel da mitgemacht haben, da habe ich bei der Speakers Tour mitgemacht. Und ich erzähle euch jetzt mal, was ich da passiert habe. Ich habe da gelernt, wie die europäischen Institutionen funktionieren. Und zum Beispiel wie Frontex funktioniert, das sind öffentliche Gelder, staatliche Gelder, die Steuergelder sozusagen, die dazu benutzt werden, um eben um was im Mittelmeer zu machen. Also nicht um Migranten zu retten, sondern um sie zu töten oder sie sterben zu lassen. Wir haben jetzt verstanden, warum die Präsidentin der EU oder der EU-Kommission nicht uns antworten wollte, weil die europäischen Minister dann sozusagen, ich habe dann gelernt, dass das Budget von der Frontex sozusagen verdreifacht wurde, aber kein Geld für Mare Nostrum zur Verfügung gestellt wurde. Und wir sind sozusagen Aktivistinnen, wir kämpfen. Wir wollen Druck ausüben auf die Politik und wir wollen nicht mehr, dass die Politiker so eine dissuasiven Diskurse machen, sondern wir wollen sozusagen auch die Wahrheit, dass die Leute die Wahrheit wissen und nicht so eine verschrobenen Bilder. Und sozusagen wir als afrikanischen Flüchtlinge werden besonders diskriminiert und wir als Migrantinnen, als Flüchtlinge werden ständig von den Grenzen zurückgewiesen, aber in Afrika werden sozusagen auch die ganzen Rohstoffe geklaut, das große Thema Extraktivismus, an dem sich Europa bereichert, aber wir da in einer Misere sozusagen verbleiben und leben müssen. Und ich bin wirklich traumatisiert, dass ich ein Opfer bin eines Systems bin, wo meine Freunde dran gestorben sind, wo ständig noch Leute sterben und Europa versucht sozusagen, also steht aber eigentlich nicht dazu und diese kapitalistische, neokapitalistische Politik steht sozusagen in keinem Verhältnis zu der eigentlichen Idee Europas und es ist wirklich wirklich pietätslos und es ist total es wird eine Sache gesagt, aber eigentlich denkt man was ganz anderes. Es ist wirklich ganz schlimm und die Leute, die in Europa wohnen, die wissen es nicht oder die wollen es nicht sehen, dass es sozusagen so eine
so ein doppeltes Gesicht sozusagen der EU gibt. Einerseits zu sagen, wir können nicht alle hier aufnehmen, aber gleichzeitig werden wir in Afrika ausgebeutet und unterdrückt. Und wir wollen sozusagen nicht mehr akzeptieren, dass Leute im Mittelmeer sterben oder an den Außengrenzen. Und wenn ihr als Bewohner Europas nicht die richtigen Fragen stellt, dann wird sich da wahrscheinlich auch nichts ändern. Und es wird weitergehen, dass wir als Flüchtlinge im Mittelmeer und an den Grenzen sterben, und wir wollen sozusagen konkrete Fragen stellen und auch konkrete Antworten haben. Wir sind sozusagen die armen Immigranten, die armen Flüchtlinge, und uns braucht man aber nicht. Und wenn es aber reiche Migranten gibt, die sozusagen Fachkräfte sind, die man in der Wirtschaft braucht, die braucht man, und darüber wird gar nicht gesprochen. Und das ist wirklich ganz heuchlerisch. Vielen Dank. Ja, Tresor, vielen Dank erstmal für deine eindringlichen Ausführungen, sowohl zu den Herkunftsländern, zum Weg und auch zu Europa. Ich möchte noch mal nachfragen, konkret, was, wenn du das von deiner Organisation siehst, Stimme der Migranten und deinen Netzwerken, was wünscht ihr euch konkret von den deutschen europäischen sozialen Bewegungen, linken Parteien, linksliberalen Kräften auch zum Beispiel, wie sie aktiv werden sollen und agieren sollen? Ich glaube, das ist ganz einfach, dass wir Antifaschisten sind, dass wir sozusagen uns einsetzen für Flüchtlinge und für ihre Rechte, und in dem Moment können wir zusammenarbeiten. Wir brauchen eine große Masse von Leuten, die für die gleichen Rechte und für die gleichen Sachen kämpfen, gemeinsam, um Strategien zu entwickeln, um Strategien zu entwickeln, um diese ganzen Schrecklichkeiten der EU und der europäischen Politik sozusagen aushebeln zu können und für ein menschlicheres Gesicht der Welt kämpfen können. Und wenn man sich sozusagen die ganzen Schrecklichkeiten anguckt, muss man einfach zusammen überlegen, was man dagegen tun könnte. Laura, ich möchte jetzt sozusagen in eine zweite Fragerunde kommen und auf eure aktuelle Kampagne zu sprechen kommen. Die heißt Fähren statt Frontex. Das bedeutet sozusagen, von Watch the Mat gibt es diese Kampagne Fähren statt Frontex. Das bedeutet ja die Forderung nach legalen und sicheren Fluchtwegen in die Europäische Union. Und ihr steht damit jetzt auch nicht alleine und, sage ich mal, völlig durchgeknallt für das Establishment da, sondern selbst in den Reihen des UNHCR wird mittlerweile die Notwendigkeit von eines legalen Fährbetriebs für Flüchtlinge diskutiert. Wie ließe sich diese Idee deiner Meinung nach umsetzen, und bietet die Kampagne die Möglichkeit einer, sage ich mal, linken Repolitisierung europäischer Asyl- und Flüchtlingspolitik auch? Ja, ich würde erstmal sagen, wir waren schon ganz erfolgreich, wenn jetzt selbst Sigmar Gabriel und der UNHCR Fähren fordert. Hört man mich jetzt wieder, oder ist es... Ja? Und ich denke, ein wichtiger Teil der Repolitisierung ist vielleicht schon auch andere Bilder und andere Realitäten zu schaffen, also zu versuchen, eine andere Alltagspraxis oder eine andere Umsetzung zu schaffen. Dieses Fernbild ist so ein bisschen auch daraus entstanden, dass wir im Rahmen von anderen Aktivitäten in Tunesien unterwegs waren und da so ein bisschen geguckt haben, wie sieht denn die Diskussion um Bewegungsfreiheit und Migration da aus, und versucht haben, wie finden wir denn ein Bild dafür, Bewegungsfreiheit zu erklären, wenn wir jetzt meinetwegen mit tunesischen Müttern von Haragas reden. Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, am einfachsten ist es eigentlich zu sagen, hey, wenn dein Sohn für 60 Euro eine Fähre von Tunesien nach Italien sich kauft, dann ist es viel besser und mehr Freiheit, als wenn er für 2.000 Euro ein Boot nimmt und vielleicht nicht ankommt.
Und ich denke, dieses Paradox, dass man sozusagen in Europa eigentlich nur Asyl beantragen kann, wenn man illegal ankommt, das ist auch ein wichtiges Moment, das in die Diskussion zu bringen. Und ich denke, da gibt es ein paar andere Punkte. Philipp hat es auch angesprochen, sozusagen den Fluchthelferdiskurs. Also es gab ja jetzt sozusagen eine Antwort von der EU-Politik zu sagen, 10-Punkte-Programm und 9 davon, 1 geht um Retten und die anderen 9 Punkte gehen eigentlich darum, die Schlepper und Schleuser dingfest zu machen, die Boote kaputt zu machen. Ich glaube da zwar nicht dran, also ich meine, das ist total unrealistisch, aber trotzdem denke ich, es ist ein guter Anknüpfungspunkt sozusagen, zu sagen, Fluchthelfer wurden nicht immer kriminalisiert, sondern die wurden auch nachher als Helden abgefeiert und aus gutem Grund. Und manchmal finde ich es auch nochmal gut, so einen Blick in die Geschichte zu werfen und zu sagen, naja, das Problem ist die Einwanderungspolitik und die Visapolitik, aber wie Tresor gesagt hat, ist es auch eine Folge des Projektes Europa. Also erst in den 90er Jahren wurde die Visapolitik eingeführt und vorher konnten tunesische Leute auch nach Italien zur Saisonarbeit fahren und da arbeiten und also es war nicht immer so. Genau, und wir haben sozusagen vor 2016 eine Disobedient Ferry im Mittelmeer, eine eigene Fährlinie sozusagen aufzumachen und hoffen auf tatkräftige Unterstützung, weil wir machen ja schon eine 24-Stunden-Hotline und das ist auch schon viel Arbeit. Genau, und die Idee ist zu sagen, wirklich zu versuchen, ein Boot aufzutreiben und zu sagen, wir machen jetzt ernst und wenn das nicht stattfindet, dann machen wir es selber. Ja, Philipp, eure aktuelle Aktion, die für viel Wirbel gesorgt hat, ich habe es eben schon gesagt, hieß oder heißt immer noch, die Toten kommen. Damit wolltet ihr, habe ich auch schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, auf die Tatsache der tausenden namenlosen und nicht angemessen bestatteten Menschen, die auf ihrem Weg nach Europa gestorben sind, aufmerksam machen. Ihr habt da mit dieser Aktion aber nicht nur Zustimmung erhalten, sondern auch heftige Kritik, auch aus linken und migrantischen Kreisen selbst, so wie ich das wahrgenommen habe. Euch wurde Pietätlosigkeit, Instrumentalisierung der toten Flüchtlinge, Störung der Totenruhe und Profilneurose weißer Mittelschichtskünstler vorgeworfen. Ich selber habe auch ein ganzes Wochenende lang mit Freunden und Freundinnen diskutiert über diese Aktion. Welche Grundidee stand hinter der Aktion und wie habt ihr auf diese Kritik vor allen Dingen aus eher linken und antirassistischen Kreisen reagiert? Also die Aktion geht ja eigentlich, wir haben auf der einen Seite das Recht auf Leben, aber wir haben auf der anderen Seite auch den Respekt vor den Toten und ein Mensch hat das Recht auf eine würdige Bestattung. Das sollte es ja aufgreifen. Es ist trotzdem zu Kritik gekommen. Wie habt ihr darauf reagiert und wie geht es auch mit der Kampagne weiter, für die ihr ja auch monatelang in Italien recherchiert habt? Massengräber, Leichenhallen und Krankenhäuser besucht habt. In der Taz gab es auch eine Reportage über ein süditalienisches Krankenhaus, wo sozusagen im Kühlschrank Leichen aufbewahrt wurden von Flüchtlingen. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass also dieser Vorwurf der Pietätlosigkeit von dem Linksaktivisten und Migranten Wolfgang Bosbach von der CDU geführt wurde. Mal abgesehen davon, dass ich selber der Aktionskunst macht, überhaupt nicht finde, dass man auf Kritik überhaupt reagieren müsste, da im Prinzip eigentlich nur die Einladung an ihn sprechen konnten, zu den EU-Außengrenzen zu fahren und sich mal anzugucken, auch einen Vergleich und von mir aus auch einen Maßstab zu besitzen dafür, was eigentlich pietätlos ist. Ja, also wenn man von der Wahrung der Totenruhe spricht, wenn man davon spricht, Menschen würdig zu bestatten, sie zu ehren und gerade auch nach ihrem Tod nicht als Opfer einfach dieser Abschottungspolitik irgendwo zu verscharren, anonym zu verscharren,
In diesem Fall, den du gerade ansprichst, ist ein Mitglied von uns in ein Krankenhaus in Augusta, ist auf Sizilien gestolpert, wirklich förmlich reingestolpert, macht da die Kühlkammer auf und entdeckt 17 Tote, wahrscheinlich Eritreer, die in Müllsäcke geworfen worden sind und da einfach übereinander gestapelt liegen. Die Todeszahlen sind so horrend und das Sterben, wie Tresor vorhin gesagt hat, geht einfach so weiter. Also das ist ja etwas, also ich würde behaupten, hier im Raum haben alle dieses Bewusstsein, aber es bringt offenbar auch nicht besonders viel, dieses Bewusstsein zu haben, weil das Sterben geht einfach immer weiter. Und ich bin noch ganz unter dem Eindruck und auch wirklich noch ganz gefangen von Tresors Rede, weil ich finde, dass das ein politisches Potenzial besitzt, ja, wo wahrscheinlich 9/10 der bundesdeutschen Politik ihm das Wasser nicht reichen können. Sowohl was Expertise angeht, da er sozusagen die Abschottungspolitik am eigenen Leib erfahren hat und offenbar über 10 Jahre, als auch sozusagen im Sinne einer menschenwürdigen und humanistischen Politik. Also wenn es nach mir ginge, dann würde ich sehr gerne, also man muss ihn ja noch nicht mal, weiß ich nicht, Volker Kauder oder so, ein Langweiler könnte man jetzt ersetzen und vielleicht an Tresor an seine Stelle setzen. Wenn man den Innenminister nicht rankriegt, dann hat der Innenminister 3 Staatssekretäre, allesamt mit Abschottung beschäftigt, ja. Die könnte man einfach, die würde ich gerne abschaffen und durch Menschen wie Tresor ersetzen, weil sie diese Expertise mitbringen und garantieren können, in meinen Augen wirklich garantieren können, dass das so nicht weitergeht. Denn es darf so nicht weitergehen, es muss jetzt aufhören, es muss sich etwas tun. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, dass in der bundesdeutschen Politik niemand vorhat, etwas, also weiß ich nicht, wie es bei den Linken aussieht, aber in der amtierenden Bundesregierung, niemand vorhat, in irgendeiner Weise diesen Missstand sofort, jetzt zu stoppen. Und von daher, also ich werde nachher mal fragen, oder ich frage vielleicht jetzt Tresor, weil ich wirklich unter dem Eindruck stehe und unter dem Einfluss, was er hier sagt, ob er bereit wäre, also ob er die CDU kennt, das ist so eine große Volkspartei in Deutschland, die am Ende ist vom politischen Potenzial und den Ressourcen, und ob er bereit wäre, da einzutreten und mit dem erklärten Ziel auch, also ich glaube, würden eine Menge Wählerstimmen kriegen, von mir aus auch in der CDU, also ich meine, das ist ja dann wirklich ein Kinderspiel, ihn zum Staatssekretär zu machen im Bundesinnenministerium, die hauptverantwortlich sind, hier in Deutschland hauptverantwortlich sind, für die Abschottungspolitik der Europäischen Union. Entschuldigung, was war eigentlich die Frage? Ich muss selber noch mal gucken. Ach, wie es mit der Kampagne weitergeht, war die Frage. Und wie er auf die Kritik von den Linken und auch von den antirassistischen Leuten reagiert. Also wie gesagt, der linke Migrant Wolfgang Bosbach, ja, von der CDU, zukünftiger Parteikollege vielleicht, da muss man nicht drauf reagieren. Also das sind Menschen, die jetzt jahrelang Frontex geschützt haben, jahrelang nicht nur für den politischen Rückhalt gesorgt haben, sondern auch für die Finanzierung und die offensive Finanzierung, und die hier von Deutschland aus, ist ja ein leichtes, ja, für uns. Also bei uns landen die Toten nicht an. Wir können hier als mächtigster EU-Mitgliedstaat einfach so sagen, Friedrichs hat das noch offen gesagt, der letzte Innenminister hat sehr offen bekundet, ja, wir waren in den 90er Jahren, hatten wir die Bosnier, ja, jetzt seid ihr mal dran an den EU-Außengrenzen. Das sagt inzwischen Gott sei Dank niemand mehr, aber es tut sich trotzdem nichts, aber auch wirklich gar, rein gar nichts. Aber so könnte es vielleicht mit der Kampagne weitergehen, das weiß ich noch nicht, müssen wir mal schauen. Dankeschön. Tresor, habt ihr die Stimme der Migranten bei dieser Aktion mitgemacht oder habt ihr davon gehört? Oder wenn nicht, wie habt ihr da, also wenn ihr nicht selber dabei wart, wie habt ihr darauf reagiert? Weil sie hat ja tatsächlich für sehr viel Wirbel gesorgt. Also was ich sagen wollte zu dieser Kampagne, die Toten kommen. Es gab ja da als erstes eine Aktion in Bulgarien und wir waren auch dabei, gerade eine Konferenz
zu organisieren, zu Ehren eines Migranten, der am 6. Februar 2014 in Ceuta ermordet wurde. Und wie ich gesagt habe, also in unseren Kämpfen wollen wir gucken, also wollen wir ja zeigen, dass man sozusagen lokal kämpfen kann und lokale Aktionen machen kann, aber wir müssen das sozusagen in einem transnationalen Netzwerk sozusagen machen müssen. Und es gibt so ein transnationales Netzwerk der Papierlosen. Und als wir gerade eine Konferenz organisiert haben, wollten wir Kontakt zum Zentrum für politische Schönheit knüpfen. Und es sollten ganz viele Franzosen kommen, Holländer, Belgier, aus Tunesien, aus Marokko. Also 9 europäische und 2 afrikanische Länder. Also wir haben nicht geschafft, zum Zentrum für politische Schönheit in Kontakt zu treten, weil es irgendwie ganz so viel Arbeit gab hier in Berlin und so. Und also wir sind nicht mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir haben versucht, das zu machen, was wir konnten. Die ganzen Leute aus den Ländern sind gekommen. Es war total super. Und es war das erste migrantische Ereignis, was sozusagen transnational organisiert wurde und wo auch ganz viele Leute gekommen sind. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, also wir müssen zusammenarbeiten. Und es geht auch nicht darum, dass wir irgendwie besonders sind, weil wir alle kennen. Es geht gar nicht darum zu sagen, wer jetzt irgendwie besser ist, sondern wir müssen einfach einen Raum öffnen, wo wir uns gegenseitig akzeptieren, wo wir zusammen was machen können. Und ich habe dieses Die Toten kommen so ein bisschen, ich habe das sozusagen verfolgt so ein bisschen, dass sozusagen wir sollen die Toten nehmen aus Libyen vom Mittelmeer, um sie zu beerdigen. Aber wir müssen sozusagen überlegen, was man vielleicht noch so machen kann, um politischen Druck aufzuüben. Und wenn jetzt jemand sozusagen wenn jetzt jemand, ein Freund von mir oder irgendjemand im Mittelmeer stirbt, also ich muss diesen Körper nicht sozusagen benutzen, um politische Aktionen zu machen. Und also wir sind, also für mich ist es viel wichtiger, nicht so eine großen Aktion zu machen, sondern eher einen gemeinsamen Raum zu schaffen, um zu diskutieren und wie wir das machen. Wie wir sozusagen gegen die Politik, wie wir sozusagen diese Politik sozusagen verändern können. Und wenn sich manche hinstellen und sagen, wir sind Künstler und wir machen das und wir anderen sind sozusagen Aktivistinnen, dann funktioniert das vielleicht nicht so richtig. Und vielleicht ist es viel wichtiger, sozusagen nicht auf die Toten zu warten, um Aktionen zu machen, sondern sozusagen vorher schon zu gucken, was man machen kann. Also es ist eine Kampagne, die gut ist und die vielleicht Druck aufbauen kann, aber ich persönlich finde es wichtiger, sozusagen zu gucken, was wir machen können, bevor Leute sterben, bevor die Toten an die Grenzen kommen, sozusagen. Es gibt ganz, ganz viele Migrantinnen, die in der Türkei, in Libyen, in Marokko sozusagen da blockiert sind und nicht weiterkommen. Und genau, und anstatt sozusagen die anzugucken, die dann tot sind, sollte man vielleicht sich lieber die Situation in den peripheren Ländern angucken, um da weiter zu kämpfen. Ja, wie ich die Aktion verstanden habe, ging es ja auch viel darum, überhaupt ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass so viele Menschen verschwinden und sterben, die nie mehr genannt werden. Aber Tresor, nochmal daran anschließend, was für eine Form von Kooperation jetzt sitzen ja nun 3 Vertreter, Vertreterinnen von Organisationen, die sich für die Rechte der Geflüchteten stark machen hier. Was für eine Form von Kooperation könnt ihr euch vorstellen? Mit beispielsweise, also mit Watch the Mate arbeitet ihr schon, aber mit auch Gruppen und Organisationen wie dem Zentrum für politische Schönheit, die einen anderen Hintergrund haben und eher aus der Kunst beispielsweise kommen.
Excusez-moi, il y a un truc que j'allais mentionner, que j'ai oublié. Tut mir leid, es gibt noch eine Sache, die ich vergessen habe, die ich noch sagen wollte. Ich spreche sehr viel von Marokko, weil mich das sehr traumatisiert hat. Weil das ein Land ist, was Europa erpresst. Also ich würde gerne sagen, und das geht auch meine Freunde und viele Migranten, an die ich kenne. Und der größte Wunsch ist eigentlich, dass die Menschen, die da gestorben sind, dass die zurückgebracht werden und dass man die identifiziert. Unsere Familien brauchen diese Würde und selbst wenn man tot ist, heißt das, dass man zurückgebracht werden muss. Und also was er gerade gesagt hat, ist, dass es eben gar nicht darum geht, die Toten an sich zu bestatten, sondern sie in der Nähe ihrer Familien zu bestatten. Weil wenn er zum Beispiel stirbt und in Deutschland beerdigt wird, dann wird seine Familie trotzdem kein Visum bekommen, um eben zu seinem Grab zu gehen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Toten identifiziert werden und zu ihren Familien zurückgebracht werden. Und es geht darum, sozusagen diese Politik zu konterzukarieren und zu ändern, weil wir sind alle Menschen und menschliche Wesen und wir müssen sozusagen diese humanistische Radikalität sozusagen weiterentwickeln und leben, um sozusagen der Politik was entgegenzusetzen, um dem Krieg, gegen den Europa den Migranten und Flüchtlingen erklärt hat, sozusagen also dagegen zu kämpfen, sich dagegen zu setzen. Und wir müssen zusammen Strategien entwickeln. Und was können wir sozusagen zusammen machen? Darum geht's vor allen Dingen. Ja, ich finde jetzt für diese beiden Fragerunden auf dem Podium war das ein gutes Schlusswort und wir würden dann das Podium öffnen für Fragen und Anmerkungen und die Diskussion aus und mit dem Publikum. Gibt es ein Saalmikro irgendwie, also was man rumgibt? Also was ich verstanden habe von der Aktion, die du gemacht hast, ist, dass es viel mit Deutschland zu tun hat und mit der deutschen Geschichte, mit dem Faschismus und mit dem Weggucken, was sozusagen wir wissen, dass dazu geführt hat und immer wieder dazu führen kann, dass Gesellschaften halt in Faschismus übergehen. Und insofern habe ich verstanden, warum ihr das gemacht habt. Ich fand es auch super, was ihr gemacht habt mit den Kreuzen. Und es war zu einer Zeit, als wir an den Kreuzen vorbeigingen, als die Frauen mit dem Floß in Berlin waren, habe ich Tresor dahin geführt in den Treptower Park, wo die Frauen mit dem Floß ankamen, kamen wir an diesen Kreuzen vorbei. Und ich habe mich gewundert, hier wird ja den Toten der Migration gedacht. Und ich habe es nicht kapiert. Und erst eure Aktion hat mir das klar gemacht, was dahinter stand, dass es nur die Mauertoten waren. Also insofern, das hat viel mit Deutschland zu tun, was du machst. Und das andere mit dem, wie kommen wir dahin, gemeinsame Forderungen zu entwickeln, wird sehr wichtig, dass wir merken, dass wir halt nur eine Erde haben und dass wir den Reichen das nicht überlassen können, weil es ist ein Krieg der Reichen gegen die Armen und die Armen, die hier sind, die Obdachlosen, die hier sind, die Ausgebeuteten, die hier sind, es wird immer mehr angenähert. Und es gibt genauso die Herrschenden in den Ländern in Afrika, die mit den Herrschenden hier kooperieren, was ja Tresor auch gesagt hat. Das heißt, der Mensch, der in Mali diese Länder geraubt hat, das war ja ein afrikanischer Unternehmer. Wir müssen also begreifen, es geht reich gegen arm und das ist aber gegen uns alle. Und das müssen wir irgendwie versuchen zu formulieren. Und es ist auch ein Anschluss an das, was wir medizinisch heute diskutiert haben, als dieses medizinische Flüchtlingsbüro da war, die Suche nach einer Kampagne für Gesundheit für alle, gibt es ja als Forderung, als globale Forderung. Und es wird alles sich ziemlich beschleunigen. Wir werden
versuchen müssen, diese Perspektive zu kriegen. Und wir als Privilegierte haben mehr Lernbedarf, weil wir natürlich aus unserer Sicherheit rausgeschockt werden. Und je mehr wir werden wir rausgeschockt, desto weniger Rechte wir hier schon haben. Und je mehr du hier schon noch an Privilegien hast, desto mehr wirst du rausgeschockt aus deinen Privilegien, mehr oder minder. Und deswegen, wenn wir zusammen Forderungen entwickeln können, die dieses Verhältnis, also wir brauchen eine Erd-Klima-Demokratie-Debatte und die brauchen wir wirklich sofort, schon lange. Und das Wort Demokratie ist leider in Deutschland von der Linken immer dem Feind überlassen worden. Und das ist natürlich nicht so gut. Das hat man jetzt in der Griechenland-Frage gesehen, die Frage nämlich Demokratie oder statt Kapitalismus hätte schon lange gestellt werden können, nur in Deutschland haben die Linken leider zum Wort Demokratie kein eigenes Verhältnis und das hat es nicht möglich gemacht. Ich würde vorschlagen, wir sammeln 3-4 Fragen und ihr nehmt dann dazu Stellung. Ja, ja, danke. Ich muss sagen, ich war relativ irritiert von Philipp Bruchs Antwort zweimal auf die Frage, sozusagen, wie inwiefern das Zentrum für politische Schönheit auf Kritik sozusagen aus dem linken Lager und von migrantischen Gruppen reagiert hat. Es wurde zweimal mit dem linksradikalen Wolfgang Bosbach geantwortet. Darum ging es nicht in der Frage, das war, glaube ich, offensichtlich. Mich würde tatsächlich interessieren, meiner Meinung nach ist es wichtig, um eine Bewegung zu einen, ist Reflexionsfähigkeit und Kritikfähigkeit, glaube ich, sehr wichtig. Und wir haben von Tresor wiederholt gehört, sein größtes Anliegen ist, diese Bewegung zu einen. Insofern würde mich tatsächlich konkret interessieren, inwiefern versteht sich das Zentrum als Teil einer Bewegung für die Rechte von Geflüchteten und inwiefern ist es bereit, sozusagen auf diese konkreten Anregungen zu einen und vielleicht auch auf Kritik zu reagieren. Ja. Ich finde, für jede und jeden, die entschlossen sind, diese verheerende Politik gegen Geflüchtete, gegen die Gesellschaften, vor allen Dingen in Afrika, nicht hinzunehmen, dass für uns alle das, was ihr gemacht habt, Zentrum Politische Schönheit, voriges Jahr und dieses Jahr, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, weil euch tatsächlich gelungen ist, Tausende auf diese zentralen Problematik aufmerksam zu machen und auch noch in Bewegung zu setzen. Das ist so phänomenal gewesen, was ihr da auf die Beine gekriegt habt. Ich finde, das verdient absoluten Respekt. Wobei, ich würde ja gerne hinter euren Kulissen gucken und mal hören, wie ihr selbst es eingeschätzt habt, ob ihr 10 oder 20 oder 200 Leute auf die Straße kriegt. Also weil da ist ja was gelaufen, was für uns alle, was für alle Linken hier in Berlin wirklich ein Phänomen war. Das war der Tag Fête de la Musique, wo sich 16 Uhr und eine Stunde danach unglaublich viele Menschen plötzlich an der Straße unter Ninnen treffen und tatsächlich, das wissen ja alle, bis zum Reichstag gehen und die Gitter umwerfen. Also wie können wir, das ist die wesentliche Frage für uns alle, wie können wir unter diesen beschissenen gesellschaftlichen Verhältnissen Prozesse in Gang setzen, wo tatsächlich diejenigen, die doch auch mit uns dagegen sind, sich in Bewegung setzen. Und da habt ihr ein Stückchen von sozusagen tatsächlich getroffen. Und das finde ich total wichtig für uns alle, da uns damit auseinanderzusetzen. Wie geht das? Eine Frage sammeln wir noch und dann würden wir noch mal eine Runde hier machen mit euch. I want to link three things: people, information, and product. And I want to say that where there is no movement of one of those, there is war. So again, the movement of people, the movement of information, and the movement of products are all linked together. Schengen Agreement, the one initiating Europe,
prefer product and not people. Some of us try to initiate a new campaign, Schengen 2, that will allow movement of people for any movement of product and allow information for all of those things. This is one thing I want to contribute. Another thing, it's just a mantra that I repeat and we repeat, stop exploiting land, exporting weapons, and corrupting governments for your product from which people come. And I would like actually, what I'm trying to do now, I want to always count how many of such things, product, we see here that come from somewhere and there were people there. I want to link all the time, let's say, how much cost those products, how much heavy it is, or whatsoever, some attributes of those things that come from somewhere else and people. That's all. Thank you. Wer möchte anfangen? Vielleicht. Ja, also vielleicht zuallererst zu der Frage, mit was wir denn gerechnet haben. Also beim europäischen Mauerfall war tatsächlich die Stimmung im Team, dass wir damit gerechnet haben, dass ein einziger in diese Busse einsteigen würde. Also, und zwar einer, der nicht so ganz verstanden hat, was wir da vorhaben oder was er da tun soll. Also der hat das nicht so richtig mitbekommen und der steigt da ein und dann wären wir mit den Bussen zum Flughafen Tegel gefahren, hätten die da ins Flugzeug gesetzt. Das wäre dann auch wesentlich billiger gewesen als mit zwei Bussen und einer verlorenen Seele eines aggressiven Humanisten sozusagen nach Bulgarien zu fahren. Wir hatten dann 300 Anmeldungen von Menschen, die die Grenze abbauen wollten und die sehr genau wussten, wie lange sie da unterwegs sein werden. Wir mussten 200 Menschen absagen. Beim Marsch der Entschlossenen von der letzten Aktion haben wir dann doch wiederum uns wieder sehr vertan. Wir haben eigentlich so mit an die 500 Millionen Teilnehmer gerechnet, die aus ganz Europa anreisen und beim Marsch teilnehmen. Das waren dann doch enttäuschende Zahlen für uns persönlich, aber ich finde das sehr schön, wie Sie das gesagt haben und hier dargestellt haben. Also von daher, einmal haben wir unsere eigenen Erwartungen übertroffen und einmal nicht ganz getroffen. Zu der Kritik, sozusagen, wie wir reagieren aus bestimmten Kreisen. Ich kenne nur einen einzigen Vorwurf, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist der, dass weiße Männer sich da hinstellen würden und Aktionen machen würden. Das ist in der Regel einfach, also vielleicht sogar ein von Konservativen gestreuter Vorwurf, denn die meiste Pressearbeit bei dieser Aktion hat ein Syrer gemacht, der vor 2 Jahren hierher gekommen ist, aus der Apokalypse direkt hierher. Und die mehr oder weniger fast alle Interviews gegeben hat. Zu behaupten, dass da, also weiß ist der auch, das stimmt, aber er ist nun nicht gerade ohne Migrationshintergrund. Insbesondere bei dieser Sache, wo wir eben, man muss das glaube ich immer nochmal erklären, auch für Tresor, wir haben 2 Menschen beerdigt und in die Nähe ihrer Angehörigen gebracht. Also es ist nicht so, dass die, es waren in diesem Falle beides syrischstämmige Menschen, es ist nicht so, dass die Familie in Syrien sitzt und jetzt nicht ans Grab ihrer Angehörigen kommt, sondern die sind hier in der Nähe und sind wesentlich besser in der Lage, jetzt das Grab zu besuchen, ihrer Liebsten, als die in Sizilien eben anonym verscharrt worden waren und auch nicht identifiziert waren. Und das ist natürlich eine wichtige Sache. Also das wurden wir auch heute gerade wieder gefragt, wie haben wir denn das gemacht? Also wie haben wir denn Angehörige gefunden? Wie haben wir die überhaupt gefunden? Die sind ja hier mitten in Europa irgendwo illegal auf der Flucht. Ja, kleiner Tipp, einfach mal den Namen des Toten bei Facebook eintippen und dann sozusagen da schauen im Freundeskreis und dann
die kontaktieren. Also es sind ganz banale Dinge, die die Polizei, die Behörden in Italien nicht tun. Das wissen viele nicht. Also die Behörden in Italien machen gar nichts. Laut europäischem Recht, insbesondere auch laut der deutschen Rechtsprechung, muss eine Behörde alles in seiner Macht Stehende tun, um einen Toten zu identifizieren. Warum? Also nicht nur wegen dem Grabstein, sondern eben auch, damit die Angehörigen das Recht erhalten, bei der Beerdigung anwesend zu sein. Das passiert überhaupt nicht. Also wenn Sie nach der Erfolgsquote fragen, auch unter anderem nach Rückführung, dann ist in dem einen Ort, wo wir waren, gibt der Polizeipräsident offen zu, dass er 2 Rückführungen bis jetzt hatte, neben unseren 2, und offenbar nicht mächtig ist, die Namen der Toten, die auch ihm identifiziert vorliegen, bei Facebook einfach mal einzutippen. Sondern was macht er? Der gründet eine eigene Webseite, die niemand sieht, und da schreibt er irgendwelche Namen rein, die bei Google nicht auffindbar sind. So sieht das aus. Tresor, möchtest du? Ja. Ich wollte kurz so 2-3 Sachen so ein bisschen zusammenfassen und auch meine Antwort. Also ich wollte sagen, wir reden nicht über Revolution. Also man erreicht keine Revolution oder keine Veränderung, wenn man sich nicht auch aufopfert. Ich werde euch mal erzählen, was es in Marokko gerade passiert. Das ist nur ein Beispiel, aber die werden unterdrückt durch die marokkanische Regierung. Sie werden umgesiedelt. Sie sind in Tanger, in einem Viertel, haben da sozusagen Häuser besetzt, und jetzt macht man die irgendwo anders hin. Andere wurden in Gefängnisse oder in so Lager gesteckt. Was noch wichtig ist, ich komme noch mal darauf zurück, auf den Vorschlag von Philipp, der mir ja vorgeschlagen hat, dass ich Staatssekretär werde. Ich habe schon oft mit Politikern und Politikerinnen gesprochen. Es gab Vertreter neulich in Bremen von den Grünen, von den Linken, von der CDU und von der SPD. 2 Parteien haben mir angeboten, auch bei ihnen einzutreten, also die Grünen und die Linke. Ich habe darauf nicht geantwortet, aber was ich jetzt hier sagen werde, ist, ich finde die Mobilisierung, die das Zentrum für politische Schönheit macht, ist wirklich super. Und wir könnten diese Mobilisierung benutzen, um noch konkretere und stärkere Aktionen zu machen. Also ich würde nicht so gerne Mitglied einer Partei sein, sondern eher in der Initiative, also im Zentrum für politische Schönheit, und dann da eine konkrete Aktion sozusagen vollführen. Also diese Mobilisation, diese Mobilisierung, das ist echt super. Also ich wurde in Melilla traumatisiert, und vielleicht könnten wir alle zusammen nach Melilla oder Ceuta fahren, um diese Grenze einreißen. Also um jetzt noch hier das vielleicht abzuschließen, ich würde gerne noch was hinzufügen. Also gerade, ich sage es ganz ehrlich, ich bin krank. Und meine Therapie ist sozusagen zu reden. Also wenn ich rede, fühle ich mich gut. Und deshalb komme ich gerne zu so einer Podiumsdiskussion und so, weil wenn man schweigt, das funktioniert nicht, da wird man krank. Also es ist auch keine Lösung, immer die ganze Zeit zu reden, aber dieses Boot sozusagen, auch was Watch the Mate machen will, diese Fähre, das ist was ganz Konkretes, und auch das Telefon ist total super, und das ist sozusagen auch ein Zeichen der direkten Unterstützung für die Migrantinnen und für die Flüchtlinge. Es ist eine Kampagne, die man unterstützen muss. Also wir suchen natürlich nach Lösungen, aber wir können sie auch nicht immer sozusagen bis zu Ende führen, aber wir können es auch nicht alleine machen, wir brauchen eine große Mobilisation.
und das Zentrum für politische Schönheit, wenn wir diese Mobilisierung benutzen könnten, um andere Sachen noch zu machen, dann wäre das super. Ja, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, Diskussionsbedarf? Laura, möchte noch ein Statement? Hätte ich jetzt die Gelegenheit? Wann kommt die Fähre? Also ich finde es jetzt auch, glaube ich, interessanter zu fragen, wie können wir unsere Kräfte vereinen? Damit seid aber auch ihr gemeint im Publikum. Und sozusagen, ich weiß nicht, in den letzten Jahren habe ich sozusagen eher gelernt, dass ich es interessant finde, mit verschiedenen Akteuren zusammenzuarbeiten, die nicht nur aus der linksradikalen Szene kommen, sondern die auch einen anderen Hintergrund haben, weil man dann andere Perspektiven hat und auch andere Leute erreicht. Und wenn jetzt alle sagen würden, wir mobilisieren alle unsere Freundeskreise, Arbeitskreis, wie auch immer, 2016 geben wir euch gerne GPS-Koordinaten im Mittelmeer und alle machen da dann ihren neuen, freien, anderes Mittelmeer-Konzept. Ja, Tresor hat. Dann möchte ich mich bedanken, ehrlich gesagt. Möchtest du noch abschließen? Möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Na klar, auf jeden Fall. Als erstes wollte ich denen danken, also denen danken, die das hier organisiert haben. Ich finde das, es sind nicht so viele Sachen, es sind nicht so viele Leute da, aber trotzdem, das ist schön, dass trotzdem so viele da sind. Und ich danke euch allen hier, die hier sind, um uns zuzuhören und mit uns zu diskutieren. Und ich wollte auch den Organisatoren danken. Aber und versteht bitte, dass wir sind alles Menschen. Wir brauchen nicht geteilt werden, auch nicht in unseren verschiedenen Initiativen. Wir müssen zusammen sein, wir müssen zusammen kämpfen, wir müssen zusammen der Politik gegenüberstehen. Und vielen Dank und schönen Abend. Ja, dann möchte ich mich bedanken bei den Podiumsteilnehmern und Teilnehmerinnen für die spannende Diskussion in der abendlichen Hitze hier vorne und auch bei euch, dass ihr alle gekommen seid. Und es gibt was zu essen draußen, es gibt kühle Getränke und es gibt bestimmt auch die Möglichkeit, weiter mit den Podiumsteilnehmern zu sprechen in kleineren Gruppen und in gemütlicheren Rahmen. Vielen Dank.